Nein, oh Gott. Alter. Ihr seid wirklich richtig bescheuert, das kann nicht wahr sein. Ich glaube, wir haben nicht so viel davon. Alter, sieht das geil aus. Wirklich. Sieht das geil aus. Also ich, wirklich, ich hätte nie gedacht, dass das in echt nochmal so krass rüberkommt. Auch hier mit dem Lotus auf dem Spoiler schräg drauf. Also wirklich grandiose Arbeit. Vor allem einzigartig, ne? Sowas gibt es kein zweites Mal auf der Welt. Wir sitzen jetzt hier bei euch im Hauptquartier. Hinter uns der Lotus. Wirklich, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. Bevor wir jetzt auf den Lotus eingehen, vielleicht ein paar Worte zu dir und generell zu Crump Design, zu Motocrump. Wer steckt hinter dem Unternehmen? Crump Design hat angefangen. Ich hatte früher in der Firma vorher den Spitznamen Krümel. Irgendwann habe ich mich halt selbstständig gemacht. Also eine Leidenschaft, die quasi zum Beruf wurde, oder? Irgendwann wurde es viel. Dann nach der Arbeit immer bis 5 gearbeitet, dann bis nachts das gemacht, dann morgens wieder auf die Arbeit. Krümel auf Englisch, Crump. Und dann kam Crump Design. Ah, geil! Vor allem, es gab keine Vorlage, das muss man ja auch sagen. Vorlage, wir haben komplett alles gezeichnet, dass wir die Druckbahnen anlegen können. Alles von null auf einmal geplant. Ihr seid doch schon ein großes Team mittlerweile, oder? Ja. Wie viele Leute hast du jetzt hier beschäftigt? 9 Leute schon. Ja. Der Hauptfokus ist halt das Werbetechnikbereich. Ist einfach so, das ist eigentlich unser Hauptding. Motocrump auch natürlich, weil es halt Spaß macht. Motocrump, Motorsport, eigentlich alle Mitarbeiter, die arbeiten, haben mit Motorsport was zu tun. Geil. Die haben da Interesse dran. Es ist geil. Also es macht einfach Spaß. Wir machen es wirklich selbst alles. Wir haben alles. Wir können fräsen, Banner drucken, UV-Druck, Latexdruck, Ecosolvent, alles. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt, ein potenzieller, und der will XYZ haben, er bekommt es bei dir, beziehungsweise bei euch. Das ist wirklich geil. Merkt man das halt wirklich, das ganze Team liebt das. Ja, egal was ihr tut, ihr seid da mit Herzblut dabei und gerade du bist ja so ein Strahlemann, lächelst immer, ne?
Happy, wirklich. Ja. Also nochmal ein dickes Dankeschön da an dich, Felix, ja, an alle Jungs, ja. Ja, Sascha, Nico, Martin. Also wirklich das ganze Team von Modocrump bzw. Crump Design. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Ich glaube, da werden auch viele, die jetzt gerade das Video hier anschauen, sagen, so unfassbar, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben. Na, eben, wenn man das nochmal in Betracht zieht, dass es keine Vorlage von diesem Auto gibt und ihr alles ausgemessen habt, alles wirklich angepasst habt. Vorlage im Prinzip selber gebaut. Ja, genau.